Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Nach der Begegnung gegen den SVW in Wiesbaden sprachen wir noch mit Kian Sroes und Sebastian Jakob. Kannst du das einfach mal kurz schildern? Ich finde, wir hatten gute Ballbesitz in Phasen. Vielleicht mussten wir mehr Chancen oder ein bisschen mehr direkt vorne ab und zu mal versuchen zu spielen. Aber an sich glaube ich, wir hatten mehr Ballbesitz als Saarbrücken. Aber 2-2 finde ich ist ein gerechtes Ergebnis. Ja. Obwohl ihr doch wirklich eigentlich in der zweiten Halbzeit dann auch drückend überlegen waren zeitweise. Schon. Wir mussten mehr Chancen, unsere Chancen kreieren und machen. Ja. Aber ich finde, ihr hatten auch ein paar gute Möglichkeiten und haben das gemacht. Und dann 2-2 finde ich fair. Sebastian, 2-2, ganz am Ende abgefangen worden. Schade oder gerecht? Schade, definitiv. Vielleicht auch irgendwo gerecht. Man muss schon sagen, dass Wiesbaden da enorm viel Tempo gemacht hat und uns wirklich auch gut bespielt hat. Dementsprechend war es unfassbar viel Laufarbeit, ganz, ganz viel Aufwand, den wir betreiben mussten. Und dann ist es manchmal kurz vor der 90. auch einfach schwierig, dann nochmal dagegen zu halten. Ich hatte gehofft, dass wir es irgendwie über die Zeit retten. Aber ja, natürlich ist es jetzt kurz nach Abpfiff definitiv enttäuschend, aber ich denke, alles in allem geht das Unentschieden wahrscheinlich in Ordnung. Mhm. Trotzdem hattest du eine sehr, sehr gute Szene. Toller Flankenball von Tobi Jänicke und du haust dann gegen diese 1,90 Leute den Ball rein. Kommt nicht so oft vor, oder? Wenn die Flanken so kommen, kann das schon gerne öfter vorkommen. Auch wenn ich jetzt nicht der Allergrößte bin, aber ich denke, ich habe ein ganz gutes Timing und eine ganz gute Sprungkraft beim Kopfball. Deshalb freue ich mich über so Flanken. Die war einfach perfekt. Ich glaube, Tobi und ich wissen auch, wie da der andere jeweils reagiert und dementsprechend hat das perfekt geklappt. Ja.